Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben von hier, wie hieß sie nochmal, Barencia eine Quest bekommen in der letzten Folge. Hier, dass wir hier hingehen müssen nach, hier Greenford Residence in Yumford Grange. Aber da kann ich jetzt nicht anklicken. Warte, wie? Yumford Grange. Da muss ich hin. Ich gebe mal so ein, einfach Grange. Da müsste es hier irgendwo da angezeigt werden. Ja, ein paar Tage braucht das. Wir sind jetzt aber kein Werwolf. Gut. Dann muss ich hier irgendwas abgeben, abliefern. Die Frage ist nur, bei wem? Ob es bei der eine Frau ist oder hier oben irgendwo? Es ist selten diese Person. Es ist irgendwo immer eine zweite Person dabei. Hier, die da. Ah, gut. The last carrier being Queen Arisia hired never found me and we had to hunt him down. Most unpleasant. Here's the Agrotat. It goes to Edwerick Halfsmith. This well-to-do merchant in Holshire Rock. You need to get there in less than 33 days. Good luck, Max. Holshire Rock müssen wir jetzt. Wir werden jetzt aber nicht attackiert. Okay, wir werden doch irgendwo attackiert. Wo? Wo ist ein Feind in der Nähe? Wo ist ein Gegner? Da hinten. The thief's guide has the word that you are carrying a gemstone of considerable value. Hand it over and I'll let you off easy. No. Und dein Krams nehme ich mit. So, wie heißt der Ort jetzt? Holshire Rock. Da wollen wir jetzt hin. Holshire Rock. So, zwei Tage. Geht wohl klar. Und jetzt. Today the people in Holshire Rock are having the New Life Festival in celebration of a new year. The Emperor has ordered yet another tax increase in his new life address, and there is much grumbling about this. Still, despite financial difficulties, the new life tradition of free ale at all the taverns in the city continues. The people of Holshire Rock certainly know how to hold a celebration. Ah, okay, nice. So, jetzt ist die Frage, da wir jetzt ein Werwolf wieder sind und wir auch hunten müssen. Ah ja, stimmt, als Werwolf kommt ja keiner. Müsste jetzt gleich wieder... Da sind sie. So. Das müsste hoffentlich reichen. Und wir werden jetzt gleich wieder. Natürlich. Kann ich mit denen quatschen? You get no response. So, by the wolf, good to see you, Max. Ja. Where is... Nein. People. Edric Halfsmith. Even if I knew something, I wouldn't be a talent and what. Also, weil ich politisch gerade rede, muss ich vielleicht so machen. Aber dann mit dem nächsten. So. People und... Of course I'll help you. Just go, I'll be easy to run. Ah, nice. So, da unten Süden. Mit dem muss ich dann jetzt quatschen. So, das da. Er ist es nicht. Dann ist es irgendwo hier oben wahrscheinlich. Der Dude. Hier. Ah, good to see you, Max. And the
Aggro Tattoo. Excellent. And here's a 1166 gold reward for your effort. And I might add your description. Your name will not be forgotten. You cannot access the inventory by Shape Jail. So, und jetzt. Ach nö! Ich krieg das Geld nicht mehr. Toll. Aufgabe umsonst gemacht. Weil ich ein Werwolf bin. Egal, aber ich würde trotzdem gerne mal hier in den Renitum nochmal hingehen. Weil ich denke, wir müssen wirklich dahin. Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt nochmal Spellbook. Da können wir jetzt auch die beiden wieder aufsetzen. Das will ich jetzt noch einmal versuchen hier. Und ich hoffe, wir gehen dieses Mal nicht in diesen Teleportationsraum. Aber ich denke wirklich, wir müssen hier hin. Ah, hier. So, okay, der kommt hier hoch. So. Also, alles andere erstmal hier vielleicht. Kommt er zu mir? Jo. Achso, der Geist. So. Und der Geist hier. So, dann einmal alles wieder removen, was wir haben. So, das kann hier auch noch weg. Und dann machen wir hier ein Safe Game auf die 2. Ah! Von wo kommt die her? Keine Ahnung, aber finde ich super, dass die vorbeigekommen ist. Und wir gehen erstmal nach oben. Dieses. Alter, wer hat mich jetzt hier attackiert? Ach, da hinten? Oder? Nee. Ach, krass. Okay, dann machen wir einmal das. Das ist krass. Dass das Ding einen hier zerquetscht. Oder versucht zu zerquetschen. Aber ich glaube, hier sind wir falsch. Hier oben. Ah? Und jetzt? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Nein! Toll. Muss ich das hier jetzt laden? Das war jetzt auch super. Egal, wir gehen trotzdem noch einmal hoch. Nein, nicht runterfallen. Da gehen wir nicht noch einmal runter. Ah ja, stimmt, hier oben gab es ja nichts. Also da will ich jetzt nicht noch einmal rein. Da hinten ist wieder ein Geist. Autsch. Und hier ist noch eine Tür. Und das war unsere Tür von gerade eben. Genau, die Tür wollen wir nicht betreten. So, mitnehmen. Waren hier nicht letzte Mal drei? Drei Vampire? Vielleicht müssen wir einmal das hier machen. Und machen hier auch nochmal wieder ein Safe Game auf die 2.
keine Ahnung, was ich jetzt hier mitgemacht habe. Boah. Alter. So, mit Vampirismus kann ich jetzt aber nicht erkrankt werden, ne? Dann wäre schon ein bisschen schwierig, Vampir und Werwolf zugleich zu sein. So, dann hier einmal wieder alles raus aus dem Taschen. So, das kann auch noch weg. Und das kann weg. Und die 2420 auch noch weg. Einmal kurz. Ja, dann Save Game. Und dann hier hinten wahrscheinlich einmal kurz. Wo ist denn der Feind? Hier kann ich resten. So, wo ist er denn? Wo ist denn der Geist? Ach, da oben. So, der Brave. So, dann kann ich jetzt mich endlich hier. So. Gehen wir jetzt nochmal hoch. Da waren wir gerade. Ah, okay. Hier ist ein Auslöser irgendwo. So, der ist tot. Das nehmen wir mit. Hier ist kein Loot. Und hier geht's weiter. So, den haben wir auch noch. Und noch eine Map. The Ashley Graveyard. Which you copy down. Ashley Graveyard haben wir gefunden. Die ist jetzt auch endlich markiert bei uns. Also neu. Yo. So, den haben wir auch erledigt. So, come on. Auf. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit gemacht habe. Aber ich habe den Verdacht, dass wir wirklich vielleicht mit dem Teleportraum dahin. Ah, hier geht's auf. So, dann machen wir hier nochmal ein. Ne, hier machen wir. Doch, hier machen wir Safe Game auf die 2. Bevor wir da reingehen. So, den Lich haben wir gekillt. Der hatte uns letzte Mal. Der hatte uns letzte Mal getötet gehabt. So. Dann müssen wir hier jetzt aber auch irgendwen eigentlich finden. Hier gehen wir noch nicht hin. Wir bleiben erstmal in dem Bereich. Jo, gegen zwei Vampire gleichzeitig. Okay. Alles klar. So, dann. Neuer Bereich. Wir bleiben in dem. Jo, ist immer noch dasselbe. Autsch. Dann hier noch mal kurz resten. Und dann speichern wir gleich mal auf die 3. Sobald wir ein bisschen vorangekommen sind. Der ist nicht hinter uns her. Also noch nicht. Ah, okay. Wieder das mit dem Sandstein. Ich würde sagen, das ist wirklich Sandstein hier. Ah. Kommt mir sehr bekannt vor.
So. Und hier. Ah, hier ist noch eine Tür. Ja, wir gehen erstmal hier hin. Wir gehen erstmal dahin. So. Und dann hier nochmal hin. Hier ist nichts. So. Okay, dann gehen wir hier mal durch. Bringt mir nichts hier zu sein. Ah, hier ist aber offen. Ach nö, warte. Nee, hier, schnell. Spellbook. Free Action. Oh, das war knapp. So, einmal kurz hier. Und jetzt ein Safe Game auf die 3. Denn zur Not können wir dann hier nochmal auf die 2 laden, wenn wir hier nicht weiterkommen. Irgendwo feststecken. Ah, okay, das ist... Okay, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Okay, hier bringt mir irgendwie nichts. Das heißt, wieder nach oben. Den ganzen Weg nochmal absuchen, wie wir wieder zurückkommen. Da ist noch eine Geheimtür. Wo? Da. So, und dann hier geradeaus. Ja, dann hier entlang. Nee, hier entlang. So, hier. Dann müsste da hinten noch fehlen. Jo. Immer diese Raves. So, was haben wir hier Schönes? Nice. Okay, hier sind aber viele Geister, definitiv. Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Ich hatte wirklich die Renny-Tour echt noch im Kopf gehabt als etwas, wo wir wirklich hin müssen. So, nochmal den hier machen. Nochmal ein Safe Game auf die 3. Erstmal den Geist. So, nice. Hier ist nichts. Okay, Inventar haben wir gleich wieder übermäßig voll. Und noch keinen Weg wieder zurückgefunden. Wir müssen gleich irgendwie... Wir müssen gleich einen Weg zurückfinden. Da ging es nicht mehr weiter, ne? Nee. Also dann diesen Weg. Okay, das heißt dann alles wieder komplett zurück.
so gut es geht, hier. Und dann den anderen Weg dann nehmen, den wir ganz am Anfang hatten, hier. Also nicht ganz, ganz am Anfang, sondern... ja, da, wo... es hier irgendwie noch ein bisschen weiter ging. Wo war denn das? Hier ist auch noch eine Tür. Okay. Bringt das mich hier wieder zurück? Wo bin ich denn? Hier hinten bin ich. Ich gehe mal hier hoch. Ich hoffe, es bringt mich zum Eingang. Ich muss meine Taschen leeren. So, wir gehen hier einmal entlang. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Wir gehen aber hier entlang. Aha. Ah, okay. Das bringt mich zum Eingang. So, alles wieder removen. So, und ab hier auch einmal alles weg. So, und Gold 7117. Das heißt, hier haben wir die geheime Tür. Alter, hat er mich hier Magie schon komplett weggemacht. Dann machen wir hier trotzdem auf die 3. Das ist wieder ein Portal. Den nehmen wir erst einmal nicht. Den Portalen brauche ich hier nämlich gar nicht. So. Okay, da oben ist niemand. Okay, sonst gibt es hier gar nichts. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder runter. Oder den Portal nehmen. Autsch. So, wir sind hier unten. Ach, warte, die Tür. Ja, wir müssen hier entlang. Genau, der hier fehlt. Wir gehen erstmal unten rum. Okay, Vampire gibt es hier auch sehr, sehr viele. Wenigstens haben wir auch einen Weg, das wieder zurückführt. Auch wenn er ein bisschen versteckt ist. Jetzt komm schon, jetzt geh doch auf. So, Safe Game auf die 3. Weil ich nicht weiß, ob wir hier heile wieder zurückkommen. Wo sind wir gelandet? Komplett anderer Abschnitt. Und jetzt ist die Frage, kommen wir hier auch wieder raus? Ah, eine Sache hat er, okay. Und
Wo sind wir hier jetzt? Nochmal ein anderer Abschnitt. Noch ein Portal. Und hier sonst nichts. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Ein Portal fehlt uns noch, den wir hier besucht hatten. Wo war denn der? Genau da lang. So, dann machen wir hier jetzt einen neuen Safe Game auf die 3. Jo. Wo sind wir hier jetzt gelandet? Da unten sind wir gelandet. Die haben wir ja gekillt. Ich sehe hier gar nichts im Wasser. Jo. Hier ist noch ein Portal. Und gibt's hier irgendwie einen Weg raus? Ich glaube, hier sind wir jetzt gefangen. In dem Abschnitt sind wir gefangen. So, zoomen wir einmal ordentlich rein. In der Hoffnung, vielleicht doch noch was zu sehen. Oder geht's hier noch weiter nach oben? Irgendwie? Nee. Noch weiter nach unten? Auch nicht. Muss doch irgendwas damit zu tun haben, oder? Irgendwas vielleicht anklicken. Ist irgendwo ein Schädel, das so fliegt oder sowas. Die Fackeln vielleicht. Der hier. Unten vielleicht irgendwas. Nee, das heißt, ich muss den vorherigen Spielstand nochmal laden. Weil hier kommen wir nicht weiter. Load Game. 3. So, das ist ja der, wo wir lieber nicht reingehen sollten. Weil dann stecken wir fest. Dann sollten wir vielleicht in den anderen da gehen. Tatsächlich in den, der da drin ist. Der ist auch schon so blau gekennzeichnet. So, reinzoomen, reinzoomen. Genau. Dann machen wir hier ein Safe Game auf die 3. Und jetzt sind wir geportet. Von da nach da hoch. Obwohl, hier waren wir auch schon. Fehlt hier irgendwo ein Bereich, den ich noch nicht... Ja, eigentlich ganz unten irgendwo hatten wir noch nicht... erkundet. So, wo waren das mit den ganz vielen Türen? So,
Das war ja, wenn ich hier so nach dahinter gingen. Genau hier. Den Bereich müssen wir irgendwie wiederfinden. Das war von da unten. So, hier den ganzen Weg. Das heißt, ja, das heißt erst einmal genau hier geradeaus. Hier war ja nichts. Hier und dann hier nach unten. War das hier dann? Müsste hier dann gewesen sein und dann hier den langen Weg. Ich glaube hier sogar hoch. Genau hier hoch. Und dann war das hier irgendwo. Da oben waren wir schon, das heißt dann diesen Weg Richtung. Ach so, ist wieder zugegangen. Oder wie jetzt? Ach nee. Jetzt sind wir hier im Kreis gelaufen. Okay. Wie kommen wir wieder dahin? Ach, nach da hinten müssen wir. Nee, auch nicht. Hin. Wo ist denn der Weg hier hin? Das war über ein Portal, ne? So, und dann der. Und welcher Portal hatte hier geführt? Der da hinten. Ja, ich würde dann sagen, vielleicht machen wir das. Den Weg hier raussuchen. Oder weitersuchen in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!